So, meine Lieben, hallo erstmal. Jetzt seht ihr drei Looks. Eine First Impression, diesen Look seht ihr gar nicht. Den habe ich jetzt gerade erst kreiert, um einfach nochmal ein viertes Mal zu testen, um euch wirklich eine Review geben zu können. Von drei Looks, ja klar, ich habe jede Farbe benutzt. Heute, also in dem Look ist jetzt kein Schwarz dabei. Ich habe aber wirklich jede Farbe benutzt. Man sieht auch, dass jede Mal angedatscht worden ist. Und ich werde euch ein bisschen ein paar Looks eben zeigen, gucken. Der erste Look, muss ich gleich sagen, ist leider irgendwie, bin ich weiter runter und immer wieder weiter runter. Ich habe so eine Anziehungskraft zum Erdboden, keine Ahnung warum. Es tut mir leid, aber die zwei anderen Looks, das werdet ihr auf jeden Fall gut sehen können. Und viel Spaß erstmal. Es geht um die Amreezy Palette und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, zumindest bei den zwei letzten Looks. Los meine geht. Hübschen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin so aufgeregt. Es geht heute um die Amreezy. Das war wirklich eine Palette, die mich sofort gecatcht hat, so wie die, ich muss sagen, die von der Verpackung her. Und Anastasia Beverly Hills, sie hat 16 Töne, wie ich das mitbekommen habe. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ich finde das sehr, sehr geil an der Verpackung. Das sollten andere Firmen sich auch machen. Das ist nur eine Prägung und man kriegt einfach die Scheißverpackung besser auf. Hallo! Man muss die Verpackung nicht aufreißen wie eine wahnsinnige. Tada! Das bin voll ich. Ich musste das meinem Freund gestern zeigen und er hat gesagt, ja, das bist voll du. So sieht der Inhalt aus. Wunderschön. Es gibt auch eine First Impression heute dazu. Diese Teile schmeiße ich immer weg. Die machen meine Paletten sonst nur kaputt. Ich würde auch sagen, wir fangen an. Ich fange an, mein Gesicht ein bisschen zu bearbeiten. Weil wenn ich mir das einfach gerade nicht im Moment leisten kann, diese Amreezy Palette. Und dann ist sie ständig noch ausverkauft. Ich habe jetzt nochmal einen Schnapper machen können mit 20%, muss ich sagen. Ich meine, 60 Euro für eine Palette ist doch der absolute Wahnsinn, oder? Ich weiß es ja nicht. Ich finde eigentlich schon, für 16 Töne, irgendwie bin ich heute augentechnisch sehr empfindlich unterwegs. Seht ihr das? Meine Äderchen sind geplatzt. Ich habe heute Morgen noch mein Gesicht gewaschen mit so Reinigungsschaum. Und ich vermute, dass da was reingekommen ist. Habe ich so abgepudert oder so? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, nachdem ich abgebaked habe, sehe ich meine Poren viel, viel mehr. Ich hole euch ein Ticken näher dran. Din, din. Din, 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 din. So. Amreezy. Ich finde einfach das Packaging, ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, aber ich liebe Glitzer und ich liebe Rosa und die Soul Tree hat mir so gut gefallen. Und wir kommen zur Palette. Ich benutze auch den Pinsel, der da drin ist. Den finde ich nämlich gar nicht mal so verkehrt für die Farben. Wobei mir es besser gefällt, wenn der Pinsel nicht so hart an der Augenbraue. Das ist der hellste in der hier. Der hellste. Und guck mal, der hat auf jeden Fall Glitzer drin. Ne? Man sieht schon Schimmer. Sehr pudrig. Aber das ist halt Anastasia Beverly Hills. Sie ist halt einfach so. Dann OG. Okay. Okay. Ich versuche euch die Farbnamen so richtig wie es nur geht nicht zu sagen. So. Wobei, wenn man ihn ins Fändchen klopft, sieht man erst, wie viel. Und da sind 12, noch was Gramm drin. Ne? Normalerweise sind 9, noch was. Aber 0,75 Gramm Produkt, das ist eigentlich fast gar nichts. Das ist nicht mal ein Gramm pro Fändchen. Preis-Leistungs-Verhältnis ist das, glaube ich, echt viel. Also viel, viel cool. Eins, zwei, drei, vier. Vier Farben sofort an. Und zwar bin ich super, super gespannt auf den hier, den hier, den hier, den, auch den, den, das Pink und alle Schimmernden. Die Matten catchen mich nicht so. Ich bin ja mal gespannt, ob das eine gute, ich benutze
Semsa. Das ist ein lila, so ein, ja, Wein. Ton zum Weinen ist der Ton. Ja, bei Limited Edition, es muss halt schon jemanden ansprechen, oder? Das macht das ja gar keinen Sinn. Ich versuche diesen bordeauxfarbenen Ton aus dem Pinsel zu nehmen. Dafür ist er gut geeignet. Er ist auch an sich eigentlich mit. Also ich kann damit eigentlich relativ ganz gut arbeiten. Ich, ja, keine Ahnung, ich kann mich nicht beklagen, was den Pinsel angeht, der dabei ist. Ich finde, der ist schon da. Wenn der Kaffee da steht, ist riskant. Am Morgen vertreibt kein Kummer und Sorgen. Es macht nur noch mehr. So. Und dann würde ich sagen, hauen wir doch mal einfach auf die Kacke. Also, ich benutze heute zwei Farben, denke ich. Ich benutze einmal das hier, darauf warte ich ja schon den ganzen Tag. Na, der Tag. Ist ein Topper. Scheiße, es ist ein Topper. Ja. Okay, darauf warte ich nicht den ganzen Tag. Ich benutze das Pink Ritzy. Mit einem leicht angefeuchteten Pinsel, weil ich ja den Topper weggemacht habe. Also ist der Pinsel noch leicht klamm. Und ich finde, für die Schimmernden dieser Hintern, das ist Morphe-Qualität, also diese Elite Collection. Das funktioniert assrein. Ich habe fast keine Brösel unter den Augen. Ich will immer in diesen Ton rein. Ich trage ihn mir dreiviertel auf. Habe ja von hinten angefangen und trage ihn mir dreiviertel auf. So, dann nehme ich denselben Pinsel, mache ihn ein bisschen sauber. Ja, als Topper ist es schon schön, aber ich benutze Barb. Und gebe den Übergang direkt. Also ich fange meistens auf den Übergängen dann an. Bei so Topper ist das einfach. Ich liebe ihn. Könnte eigentlich noch mehr. Sorry, wenn ihr nichts gesehen habt. Ich benutze noch mal den hier. Versuche die Kanten ein bisschen zu verblenden. Unten am Wimpernkranz, ich würde sogar hier dieses Semmer, diesen dunkelweinroten Das Ton ist mein Ding. auftragen. Das ist mein Ding. Hier unten könnten wir einfach mit dem Blau spielen. Ich benutze denselben Pinsel immer mal wieder. Ich mache ihn einfach auch. Er ist synthetisch, man kann ihn sauber machen. Der ist einfach sehr bröckelig. Vorne kann ich mir noch vorstellen, dass wir einfach den Topper benutzen. Wir benutzen jetzt erstmal das Helle. Also den hellsten Ton. Das ist so ein rosa. Ich muss mal kurz den Pinsel ein bisschen trocken machen, sonst wird das einfach zu hart. So. Ich highlighte sozusagen meinen Innenwinkel mit dem Rosa und verblende hier so ein bisschen das Blau.
so als Akzent reicht mir das schon. Ich suche mir gleich noch Kreal aus. So, und dann nehmen wir nochmal den Topper Barb. Und gefällt mir das einfach sehr, sehr gut. Ich würde hier hinten gerne aber nochmal ein bisschen es dunkler bearbeiten. So sieht es derzeitig aus. Und wenn ich das unten ein bisschen bearbeite, ich glaube, dann haben wir noch so ein... unten, ich sagte hier oben, meine ich. Da benutze ich Hugo, ein dunkles Braun, geht aber auch eher so in die kühle Richtung. Also ich finde die Palette sehr gelungen. Der ist ein bisschen härter gepresst und staubt auch nicht so. Okay. Also, ich bearbeite jetzt meine Wasserlinie. Habt ihr den Haaren gehört? Ja, sie ist auch schön, wenn sie nach Hause kommt. Ein bisschen sind diese unteren so ein bisschen trist, ne? Aber das sind richtig gute Übergangstöne und Ausblendetöne und wirklich sehr, sehr gut. Ich habe auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Töne benutzt aus der Palette. So knapp die Hälfte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Töne, ich denke, das ist in Ordnung für eine First Impression. Und alle ließen sich eigentlich gut mit dem Pinsel arbeiten. Also probiert den mal aus. Auch wenn er euch so kratzig erscheint, er greift die Pigmente wirklich sehr, sehr gut. So. Ich mache mich fertig und dann hole ich euch nochmal dazu. So, meine Lieben, ich bin fertig. Was habe ich gemacht? Ich habe mir Lidstriche gezogen. Dann bin ich mit dem schwarzen Ton auch von Anastasia Beverly Hills an meine Wimper, also da, wo ich meinen Lidstrich gezogen habe, genau da drauf und habe das einfach nur verblendet. Dass ich so ausgewaschene Lidstriche habe, das mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Unten am Wimpernkranz habe ich mir ein Kajal aufgetragen. Ich hoffe, ihr seht den in der Wasserlinie und auch ein bisschen in Außen, im Innenwinkel. Dann bin ich nochmal mit dem Blau drüber, denn der Kajal ist auch LSD von, ich hoffe, ich darf das hier sagen, von Urban Decay. Es ist ein Glide-On-Eye-Pencil. So ein, es ist eine dunkle Base mit Glitzerpartikeln. Dunkelblau mit blau-lila silbernen Glitzerpartikel und das war's. Eigentlich habe ich ja nicht viel gemacht, ich bin ready. Ich habe noch einen Lippenstift von Clinique aufgetragen, bisschen Finishing Powder von MAC und das war's. I'm ready und ich bin super zufrieden mit meinem ersten Look. Der erste Look muss immer ein bisschen, ne, es muss einen catchen, es muss einen gefallen. Ich finde es ganz, ganz toll, wie die Palette gearbeitet habe hier im unteren Wimpernkranz und ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Also ich sag's nicht, damit ihr die euch kauft. Um Gottes Willen, ich sage immer gleich, wenn es scheiße ist. Ich würde es auch zurückschicken. Aber das, was es halt gemacht hat und die Farben und so, das ist halt echt meins. Ich habe es immer gerne, sag ich euch. Wenn es natürliche Farben gibt und ein paar so Blickfänger. Man kann ein super Holo-Eye machen. Helo-Eye. Das machen wir morgen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ihr Lieben. Ich wollte euch noch einen Look mit der Amreezy-Palette schminken. Und zwar, das ist so, so schön. Leider habe ich mich wieder abgeschminkt, weil ich gedacht habe, oh, kommt, ich mache euch einfach zwei Looks direkt. Vielleicht auch kommt noch ein dritter. Mal gucken, wie ich zeitlich einfach hinbekomme. Die Palette bietet einfach 16 unfassbar schöne Töne an. Und ich habe gesehen, ich war ziemlich oft nicht in der Kamera. Es tut mir wirklich leid. Es ist keine Absicht, ist doch klar. Ich mache das nicht so gerne, dass ich verschwinde. Ich dachte, wir machen jetzt einen natürlichen Look und am Schluss mache ich noch ein Helo-Ei. Dafür, ich habe jetzt noch ungefähr 2 Stunden Zeit sozusagen und das schaffen wir schon. Mein Auge ist geprimed, mein alles ist ready sozusagen. Wir starten mit wem starten wir? Was habe ich gesagt? Einen natürlichen Look. Ich benutze
Nijewka. Den hier. Das ist so ein bisschen ein, ja, Ocker. Ist nicht meine liebste Farbe, aber ich finde, man kann, aber, ich finde, man kann damit einen guten Übergang erschaffen. Ja, ich habe meine Base nicht gesettet, weil ich es einfach nie mache. Deswegen auch hier nicht. Für mich müssen die Töne einfach so sich gut verblenden lassen. Wenn man Schwierigkeiten damit hat, kann man auch sich unter der Augenbrauen einen leichten Highlighter geben. Dann wird das der Übergang zwischen Augenbrauen und, wie heißt denn das? Augenlid richtig, richtig schön. Ich versuche jetzt was Natürliches zu machen und dann eher was Krasseres nochmal. Ich denke, viele wollen auch wissen, ob man damit was Natürliches schminken kann. Die Farben geben einfach was Natürliches her. Also wieso nicht? Vielleicht mache ich noch ein bisschen Glitzer am unteren Wimpernkranz. Irgendwie so, dass wir ein bisschen gucken können, wie das alles hier performt. So. Dann nehme ich 1988, das ist bestimmt das Geburtsjahr der Dame. Ja. Ich mache mal ein bisschen Pinsel sauber. Ich nehme 1988. 2 Jahre älter ist die Dame. Ich werde dieses Jahr 30, Leute. Also ich trage es mir erstmal punktuell auf, wo ich meinen dunklen Schatten haben möchte. Ihr seid so, so weit weg. Seht ihr ja gar nichts. Und dann verschwinde ich wieder in meinem Spiegel, weil ich da einfach nichts sehe. Ich bin einfach blind. So. Immer so. Sie sind sehr gut pigmentiert. Man muss halt einfach aufpassen. Meine Base ist immer noch leicht beppig. Von daher kann es auch zum Fehl kommen. Das ist ja schon ein natürlicher Look, gell? Könnte man so abschließen lassen. Gerade eben hat es bei mir an der Tür gescheppert. Dabei war es für die Nachbarin. Sie sagt, nein, ich habe bei der Nachbarin geklingelt. Nein. Hast du nicht? Du hast bei mir geklingelt? Also es ist immer aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen. Es ist sehr kompliziert. Mein Wimpernkranz glitzert noch leicht. Es tut mir leid, ich musste den wunderschönen Look heute Morgen abschminken, gerade eben. Die Glitzerpartikel bleiben ein bisschen hängen von der Palette, aber jetzt nicht so, dass wir... Es sind einfach wunderschöne Töne drin. Anastasia könnte ich benutzen, weil das ist ein dezenter Ton, den ich vorne auftragen kann. Und diese altklugen Sprüche von den Mädels, die meinen, sie haben keine Kinder und sagen, irgendwelche Prioritäten setzen, bla bla bla. Das ist für mich einfach dummes Gefasel, die einfach keine Ahnung haben, ja, dass ich mich eh jeden Morgen schminke. Und wie mein Leben abläuft, die irgendwas labern, weil sie einen kurzen Ausschnitt sehen. Leute, lasst es gut sein. Ich werde es trotzdem nicht ändern. Ich mache mein Ding, es ist meine Sache, es ist mein Ding. Leute, lasst den Quatsch, okay? Ihr könnt mir konstruktive Kritik mitteilen. Hey, man sieht nur deine Stirn. Wer will schon deine Stirn sehen, sondern wir wollen doch dein Augen-Make-up sehen. Ja, das kommentiert gerne. Das sehe ich selber. Das ist keine Absicht. Glaubt es mir. Es ist gar nicht so einfach, wie es hier erscheint. Aber dieses dumme Gefase von wegen Prioritäten setzen. Einfach irgendwas Dummes schwätzen, ja? Dann schau doch meine Videos nicht an, wenn es dich stört. Komm. Hau ab einfach von meinem Kanal, sonst sperre ich dich demnächst. Ich benutze Anastasia.
und trage mir das. Manchmal muss man sich einfach künstlich aufregen, ist aber so. Wow, wirklich schön pigmentiert. Ich ziehe es gar nicht, weil das ist ein guter Ton, der leicht gepresst ist. Und den gebe ich mir auch hier hin. So. Ich hoffe, ihr erkennt das. Dann Alila macht mich an, ja. Leo macht mich an. Georginia, ja, kann man mal machen. Wir tragen uns auch Georginia auf. Das ist einer der natürlichsten Dragon. Und das andere ist so ein bisschen glitzy glitzy. Wir tragen uns Georginia auf und über den Übergang, ups, Georginia und der Übergang mache ich mit dem hier. Also Georginia. Ich, ehrlich gesagt, ich streife so ein bisschen über den Lidschatten. Ich streichel den mit meinem Pinsel, damit ich nicht zu viel aufwirbel an Pigment. Ja, was macht man, wenn man Zeit hat daheim? Videos. Man könnte ja so viel anderen Kram machen. Es bröselt. Anastasia hat ein bisschen rumgebröselt und Georginia geht eigentlich. Aber der ist sehr, sehr schön. Der betont grüne Augen unheimlich gut, weil er so ein Gold noch mit drin hat. Wisst ihr, ich gehe schon über meine Lidfalte mit dem Schimmerton, weil es stempelt sich bei mir meistens eh im Laufe des Tages ab. Das heißt, mich stört es nicht, wenn es ein bisschen über der Lidfalte ist. Das ist sozusagen wie so eine Cut Crease bei mir schon integriert. Na? Eigentlich habe ich eine Base schon auf meinem Gesicht drauf. Also Blush, Rouge, Highlighter, Bronzer. Aber irgendwie scheine ich so tot zu sein irgendwie. Keine Ahnung. Habt ihr das Gefühl auch bei mir? Keine Ahnung. So, dann nehme ich mal das Glitzer. Auf und trage es mir auf den hinteren Teil auf. Mal gucken. Es nimmt sich auf jeden Fall mal gut auf. Ich weiß nicht, ob man Glitterglue braucht oder nicht. Nicht auf den hinteren Teil, sondern in die Mitte reingepresst. Oh, 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 oh. Ich würde sogar unter der Woche kein Glitterglue benutzen, außer ich wüsste, dass es einfach ein Fail ist. Ich kann euch dazu heute auch nichts sagen. Wie gesagt, ich schmink's danach eh ab. Aber ich werde die Palette auf jeden Fall mal benutzen und euch dann mitteilen, wie es ist. Und jetzt fege ich mal den Rest vom Fest hier weg. Und versuche, nichts kaputt zu machen. Es bleibt auf jeden Fall was an den Wimpern haften. Das trage ich meistens mit so einem Pinsel einfach ab. Aber das sieht schon mal sehr ansprechend aus. Ich mache weiter mit Anastasia und ziehe mir Anastasia weiter runter. Einfach in den Innen, also ne, hier in den Innenwinkel. Boah. Ein bisschen ins Auge auch. Kommt die Farbe noch besser zur Geltung. Denselben Pinsel benutze ich Dragon. Das ist ein wunderschöner Gold. Ich weiß nicht, der Pinsel ist ein bisschen. Ich riskiere mal nichts. Sprühe das Ganze mal an.
ist ein, ich würde sagen, so ein Kupfer-Orange. Der macht auf jeden Fall was Interessantes. Und hinten nehme ich einfach 1988 und verbinde den Außenwinkel mit unten, mit den, ne? So. Schön hat sich meine Foundation in die Falte abgesetzt. So. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es so ewig hält. Aber gut. Ich trage mir Berb. Das ist eine der schönsten Farben. Und trage ich mir hier auf. Der trägt sich wirklich sehr. Es ist ein Topper. Seht ihr, der hat noch so. Ach, der ist einfach toll. Ja, man muss nicht viel machen. Glitzer macht schon einiges, ne? Für einen selber. Ich kaufe mir meistens keine Paletten sofort, wenn sie auf dem Ding sind. Aber die war mal wieder sowas, wo ich gesagt habe, ja, die möchte ich auf jeden Fall bei mir haben, weil ich sie nutzen werde, weil sie einfach gigantisch schön ist. Ich weiß nicht, wie oft soll man sie angucken? Ich kann sie einfach so stehen lassen und sie ist so schön. Sie ist wieder zum Weinen. Ja. Ich würde sagen, wir tragen uns einen dunklen Kajal hier auf. Meiner ist von zu Eva, der heißt Rock and Doll. Ich habe geguckt. Der ist toll. Für meine grünen Augen auf jeden Fall hammerschön. Ja, Lidstrich. Ich kann nicht ohne Lidstrich. Also entweder muss ich meine Wimpernkranz einfach verdichten. Das könnte ich jetzt mit Braun machen, mit Schwarz. Ich umrahme mein Auge einfach mit Schwarz. Oh. So. Voilà. Morgen früh arbeiten. Sehr viel Glitzer ist runtergefallen, trotz dass ich rumgefegt habe. So. Ha, dann würde ich noch mal zu in das Schwarz gehen und das mache ich genauso, wie ich es vorher im Look gemacht habe. Wenn ich meinen passenden Pinsel dazu finde, mal durch die Palme guckt. Mensch, wenn man dann nichts findet, den kleinen Scheißsächen, das war der beste Kauf meines Lebens. Den kann man nicht einzeln kaufen, also ich wüsste nicht wo. Ich gehe in Schwarz rein und gehe am Wimpernkranz lang. Ich finde, das macht ganz, ganz viel aus. Weiß ich nicht warum, aber ich finde, es macht ganz, ganz viel aus. Die Ausdrucksweise ist dann echt wirklich schön. Es bietet sich einfach an, ne? Ich würde aber nicht so viel daran rummachen, am Auge selber.
Also da, wo es Glitzer ist, ne? Sondern nur da, wo keins ist. Also ich habe nur Glitzer auf die Mitte aufgetragen. Ich denke, dass ich diesmal in der Kamera war. Ich hasse so dummes Gefasel, wirklich. Es juckt mich auch nicht. Es juckt mich auch nicht. Es juckt mich nicht, wenn mein Sohn da ist, weil er ist immer da. Er ist immer da, außer jetzt gerade im Moment ist er nicht da. Aber ich habe halt auch nicht immer die Zeit. Und es ist mein Hobby. Und ich richte mich dann selber. Also ich verbinde Sachen. Und das war's. Jetzt gucke ich mal, ob ich den Scheiß hier auch von der Wange kriege. Und wenn dann so kluge Leute meinen, sie wüssten immer alles besser, dann schön. Dann geh doch zu den Kanälen, wo keine Kinder da sind. Meine Güte, echt so schwierig. Ich trage mir Pink Moonstone auf. Von Mary Kay. Ja. Gefällt mir auf jeden Fall auch ganz gut. Und dann die Paradise Ecstatic. Oh. Ich guck gerade mal, ob die. Ja, es fällt schon einiges runter. Als ich gehört habe im Fernsehen neulich, dass jemand mit Augentropfen vergiftet worden ist. Halleluja. Ich dachte, okay. Was nicht alles möglich ist. Wieso trennt man sich denn nicht einfach von den Leuten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Warum muss man sie denn umbringen und dann dafür noch im Gefängnis sein? Dann hat doch gar niemand was davon. Aber gut, ist den Leuten immer selbst überlassen. Ich finde die Paradise Ecstatic echt toll, nur dieses Geschmiere, das nervt mich auf der Verpackung. Meine Foundation ist auch nicht die schönste. Ich denke, das liegt daran, weil ich mich fünfmal schon abgeschminkt habe. Aber mein Look wäre durch. Schaut mal, das ist ein natürlicher Alltagslook mit Glitzer. Wir hätten das Glitzer natürlich auch weglassen können, dann wäre es natürlicher geworden. Aber so haben wir wenigstens was ausprobiert. Auch der untere Wimpernkranz hat so einen Akzent. Ich mag das tatsächlich, hier so einen Akzent zu haben. Akzent. Das ist ja schwarz drauf. Akzent. Und den können wir auch nochmal mit diesen Gold, Bronze, Orange nochmal hier reinsetzen. Und fertig. Mein zweiter Look ist fertig. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Also die Palette gefällt mir wirklich gut. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich das Glitzer benutze, keine Foundation auftragen oder irgendwelche Schutz, ja, irgendwie ein Kosmetiktuch oder sowas drunter legen, damit es nicht so arg überall rumfliegt. Ansonsten verabschiede ich mich. Wir sehen uns nachher nochmal und bis bald. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem dritten Video mit Anastasia Beverly Hills Amreezy. Ich habe mein Gesicht zu weit vorbereitet, mein Gesicht, und glaubt mir, es will nimmer. Ich sehe gerade sehr düster aus, weil ich einen dunklen Kajal aufgetragen habe, weil ich den noch setzen lassen möchte, weil meine Augen so empfindlich sind. Weil es heute der dritte Look ist im Bunde der Amreezy Palette. Ja, das muss sein. Wenn mich jemand fragt, muss das sein? Ja. Ich habe einen Primer drauf, diesmal einen anderen. Diesmal habe ich von Essence den benutzt. Gut und günstig. Der beste meiner Jahresfavoriten seit ungefähr 5 Jahren. Nein, 4 Jahren, 3 Jahren, irgendwie sowas. Ich möchte ein Halo-Eye machen. Und zwar fange ich mit Org an. Das ist dieser wunderschöne Ton hier. Das ist so ein, ja, ich würde sagen, nicht ganz so senffarbend. Ich hatte auch schon abgepudert mein Augenlid, um einfach zu gucken, wie sie dann performen, die Lidschatten. Ja, was macht man vormittags, wenn die Kinder da sind? Oh, 5 Lux in
Also ich muss sagen, ich mag die Palette wirklich, weil sie so natürlich ist, aber sie ist auch nicht kühl. Wie soll ich es sagen? Das ist Morphe. Die schwarzen Haare. Das ist, glaube ich, Morphe. Ja, M502. Trotzdem toller Pinsel. Ähnlich wie der von Anastasia Beverly Hills. So kratzig. Der ist aber jetzt auch schmutzig nach zwei Looks. Wobei ich mit denen gar nicht vorher gearbeitet habe, fällt mir gerade ein. Bei dem zweiten Look. Hätte ich aber machen sollen. Würde ich auch, glaube ich, tun. Ich mag den nämlich wirklich sehr. Mach jetzt mal sauber. Ich mag den wirklich sehr. Der ist gut, also günstig und gut. Ich hoffe, diesmal erkennt ihr. Und ja, meine Waschmaschine läuft jeden Tag so ziemlich. Jedes Mal, wenn ich halt ein Video drehe, weil ich ja dann zu Hause bin. Dann, ich möchte Cupcake ausprobieren. Da möchte ich mit Bra den Mittelteil machen. Und mit Simsalabim außen und innen verdunkeln. Ich fange an. Ich nehme ein M506. Eigentlich müsste ich das Semser nehme ich auf und trage mir das schon mal da auf. Der ist ein bisschen härter pigment, also härter gepresst und man muss den aufbauen. Der ist nicht gleich anwesend, wenn man ihn will. Er ist dann, wenn man ihn nicht braucht. Wahrscheinlich irgendwann mal da. Und auch vorne. Aber ein kleines Eckchen lasse ich aus. Und über die Lidfalte, damit man den auch sieht. Das ist ein Alltagslook. Was habt ihr von mir erwartet? Bei so einer Palette. Oh, ich habe einen richtig geilen Look gesehen in Pastelltönen. Den würde ich gerne mal nachschminken. Aber ich denke erst nächste Woche. Nächste Woche irgendwann. Es ist ja jetzt schon Donnerstag. Morgen arbeiten. Also kriegt man das nicht wirklich hin. Zeittechnisch. So. Also hier heißt es mit diesem Ton Semsa aufbauen. Der ist echt hart pigmentiert. Also ich war in den daneben drin, in den hier, der bröselt. Und der, da war ich ja schon fünfmal drin und das kommt fast nichts dabei runter. Ja, auch ich werde manchmal laut. Ist doch normal, oder? Ich muss auch nicht jetzt hier aufpassen, was ich sage. Das Also Douglas ist echt lahmarschig, ja. Damals war der einfach schneller. Damals lief der Laden noch. So, ich habe schon mal mit dem Mattenton so ein bisschen gearbeitet und gucke jetzt mal meine Form an, ob sie mir auch gefällt. Ist ja in dem kleinen Spiegel ist das kaum sichtbar. Man muss sich frontal angucken. Und der normale Spiegel davon ist einfach im Arsch. Von diesem, da ist mir einfach ein Nagellackfläschchen oder irgendwas draufgeflogen oder Parfümfläschchen, irgendwas ist mir da draufgeflogen und tada, 7 Jahre Pech. Doch, ich mag die Palette. Sie arbeitet gut, sie performt gut, sie gefällt mir optisch, sie macht einiges, das sage ich jetzt nicht, um euch zu beeindrucken. Oh mein Gott, ich bin nicht, leider nicht gesponsert. Wirklich leider. Würde ja gerne mal auch Sachen großartige zugeschickt bekommen. Aber ich bin noch ein kleiner Furz. Ich will auch nicht ganz so groß werden, um das mal klarzustellen. Ich könnte mit dem Blau da arbeiten, aber ich möchte Cupcake und Babe und dies und jenes. Ich benutze Rizi.
Dann trage mir das mal auf einen synthetischen Pinsel auf, um zu gucken, ob der besser arbeitet dann. Und trage ihn hier auf. Er arbeitet auf jeden Fall, ob das jetzt besser ist. Ich denke nicht. Ich denke, mit den Echthaaren erwischt man einfach mehr. Ich wollte doch den anderen Pinsel. Genau, ich benutze den Pinsel, der dabei war. Der trägt einfach besser auf. Es funktioniert einfach mit den fluffigen Pinseln besser. Ich merke schon, es bröselt und bröselt und bröselt. Ich möchte ja gleich meinen Sohn abholen vom Kindergarten. Die denken sich auch, die Alte, die spinnt doch. Wie oft will sie sich am Tag schminken? Ach, oft genug. Bis man die Palette ausprobiert hat, bis jeder Ton offen liegt ist, würde ich mal sagen. Ja, heute ist ein Filmtag. Sie ist gekommen gestern und ich so. Ich habe nicht mal geswatcht. Ich wollte mir die Vorfreude nicht nehmen. Okay, in die Mitte. Also ich würde jetzt nochmal in diesen Cupcake gehen. Das ist ein wunderbarer lila Ton. Das ist der hier. War das jetzt mit der anderen Seite einfach. Uah. Sehr bröckelig. Der ist mega prügelig. Sehr, sehr, sehr prügelig. Wenn ich euch das zeigen kann, seht ihr das? Das ist einfach alles gerade runtergestürzt vom Pinsel. Ich war auch nicht vorsichtig. Ich bin da so lang gehuscht. Sehr, man muss halt einfach aufpassen. Mein Auge, schon alleine die Pinselberührung tut einfach weh. Wisst ihr, ich erschaffe mir einen Übergang mit dem Lidschatten. Und in der Mitte, ist das überhaupt die Mitte? Ich denke nicht. Also so, dass die Pupille da durchguckt. Trage ich mir Burp auf? Wow. Woohoo, wie schön. Ja, so habe ich mir vorgestellt. Bisschen krasser vom Effekt habe ich mir schon vorgestellt, aber ist schon okay so. Man muss die die sind sehr gut pigmentiert, das schon, aber ich finde diesen Effekt habe ich auf der Seite irgendwie mehr verwischt als auf der anderen. Und hier sieht es ein bisschen so zusammengedrückt aus vom Ding her. Ich liebe ja Glitzer. Bei mir kann es ja nicht glitzern genug sein. Denselben Ton trage ich mir auch in den Innenwinkel auf. Dann trage ich mir den Schimmerton auf. Also denselben auch unten. Und ich weiß nicht, also irgendwie finde ich, dass es auf dem Auge besser rauskommt als auf denen. Obwohl ich da jetzt wirklich einige Schichten drauf habe.
Man sieht das Lila auch nicht so ganz. Das Lila, genau, das ist sehr brügelig. Das trage ich mich hier auf. Ich habe mir den Effekt ein bisschen besser vorgestellt. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht müssen wir das halt all over toppen. Vielleicht ist das einfach so, wie es ist. Ja, das war's eigentlich. Mehr hatte ich heute nicht überlegt zu tun. Ah, mir gefällt das nicht, dass es so viele Brösel da hängen bleiben, obwohl ich abgepudert habe. Ich habe fast schon Baking betrieben. Hört sich an. Ich habe Baking getrieben. Wir könnten natürlich mit dem Blau noch im unteren Wimpernkranz arbeiten. Bei diesen Lidschatten würde ich tatsächlich einen Liquid Liner benutzen und keinen Stift oben, weil alles sonst runterbrügelt. So. Ich muss natürlich meine Wimpernkranzverdichtung machen, auf jeden Fall. Und dann gehe ich in Yugo rein mit demselben Pinsel und trage ihn mir auf. Schwarz. So. Und oben würde ich gerne, ich weiß es gar nicht. Es ist wirklich echt schön. Was soll ich euch sagen? Es ist schön, aber es nervt, wenn so viel runterbröselt. Also dieser Schimmernde, den ich all over aufgetragen habe, der bröselt einfach unheimlich. Liquid Liner, Lidstrich ziehen. Die hat wirklich eine schöne Palette, schöne Gestaltung rausgebracht, auf jeden Fall. Okay, wenn man den Lidstrich verkackt, habe ich eine richtig tolle Lösung für euch. Ich habe einen gefunden von Essence, gut und günstig. Da müsst ihr mal ein Härchen gezogen haben. Ihr nehmt einfach das Schwarz aus der Palette, das hat mir mega gut gefallen, klopft das Überschüssige ab und geht direkt auf euren Lidstrich und verblendet ihn. Dann zieht ihr ihn einfach nach oben. Ich zeige es euch anhand dem Auge nochmal. Ihr geht an euren Lidstrich lang und zieht den immer von dem Lidstrich aus nach oben. Unten am Wimpernkranz könntest du genau dasselbe machen, einfach nach unten ziehen. Und so rettet ihr selbst den verkackten Lidstrich wie ich. Sieht dann nicht mal ganz so verkackt aus. Sieht dann einfach gewollt aus. Gewollt verkackt. So. Okay. Tuschen, tuschen, tuschen. Ich sag mal gleich meine Meinung noch dazu. So, meine Lieben, mein Look ist fertig und mit dem Pulli sieht es auch eigentlich ganz nett aus.
Ich muss sagen, die Amrise gefällt mir. Das muss natürlich jeder selber für sich wissen, ob ihm die Bröckeleien stören, ob das genau die Töne sind. Meins ist es auf jeden Fall, weil ich trage rosa im Alltag. Ich trage wahnsinnig gerne lila im Alltag. Ich habe gerne einfach eine Palette für alle Looks. Also eine Palette, wo ich einfach, heute kann ich nude sein, morgen bin ich sehr, sehr krass unterwegs, ja, ich kann Farbkombis mischen und ich habe sofort einen Look im Kopf und ich hoffe, dass sie mich nicht weiterhin enttäuscht. Ich muss sagen, die Fännchen sind so schnell reingesetzt. Vielleicht könnt ihr das sehen, da sind manchmal echt größere und kleinere Einsetzungen. An sich hat die wirklich toll performt, auch das Glitzer war schön auf dem Auge. Es saß zwar ein bisschen oben drauf, aber vielleicht, wenn man Glitterglue benutzt, dann geht's. So an sich laufe ich jetzt heute so damit rum. Ich kann ja am Schluss des Tages ja nochmal sagen, wie ich es finde. Wahrscheinlich kommt das Video dann morgen online oder heute Abend. Mal gucken. Auf jeden Fall werde ich die drei Looks zusammenpacken und euch dann zeigen. Und ja, meine Meinung nochmal in Videoformat reinpacken und euch mal Bescheid geben, wie ich es finde. Ich finde es echt schön. Also es gefällt mir, bis auf meine verkackten Lidstriche. Irgendwie, so ist es halt manchmal. Ich wünsche euch was. Bis bald und schreibt mir doch mal gerne, ob ihr sie euch auch gegönnt habt. Weil es bin einfach ich. Amrise. Und der Highlighter ist auch gigantisch schön. Wenn es den nochmal rausgegeben hätte, dann hätte ich definitiv jetzt zugeschlagen. Cool. Tschüssikowski. Ich hoffe, die drei Looks natürlich haben euch gefallen und inspiriert. Vom Fehlkauf oder vom Anti-Haul. Also ich kaufe diese Palette nicht, weil die performt nicht so, wie ich mir wünsche. Das könnt ihr mir gerne reinschreiben. Ciao! So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zum Abschluss. Ich habe noch mal einen vierten Look kreiert. Er ist mir nicht ganz so gut. Er sieht schon toll aus und sowas und passt auch wieder zu meinem Pullover heute. Aber er ist nicht ganz so intensiv, finde ich, wie ich ihn mir gehofft habe. Ich denke, mit falschen Wimpern wäre es nochmal ein Knackpunkt gewesen. Hätte mir auf jeden Fall noch besser gefallen. Ich habe natürlich auch Amrise Highlighter drauf. Wenn ich ihn schon da habe, benutze ich ihn auch. Ich liebe den Highlighter. Es ist wirklich ein Jahresfavorit. Ich hoffe, ich habe ihn mit reingenommen. Ich finde ihn wunderschön. Ich finde die Pressung schön. Ich finde es schön, wie er auf der Haut liegt. Ich mag ihn wirklich gerne. Zumal habe ich nicht so viele Unreinheiten hier in dem Wangenbereich. Von daher kann ich ihn gut tragen. Jemand, der vielleicht viele Unreinheiten hat, ist den nicht wert. Aber um ihn geht es heute gar nicht. Es geht um die Palette. Was kann ich zu der Palette sagen? Dreck zieht sie auf jeden Fall an. Wenn man zum Beispiel irgendwas drauf macht, kriegt man es wahrscheinlich nicht so gut ab. Ich habe jetzt einen Kajal drauf, sehe ich gerade. Sie ist gerade mal 24, nicht mal 24, doch, jetzt 24 Stunden alt und schon ist sie schmutzig. Läuft auf jeden Fall. Zu ihr kann ich sagen, jedes Tönchen hat so seine, welchen ich nicht gut, also was heißt gut? Diesen dunkellilanen, den muss man schichten, der ist mega hart gepresst. Den Jugo muss man, glaube ich, auch gut schichten, genau. Er ist auch gut gepresst, aber ich mag das eigentlich ganz gerne. Was so die Glitzer angeht, wenn ihr nur deswegen die Palette holt, würde ich euch nicht raten, denn sie sind nicht so gut aufzutragen. Ich habe auch keine Glitterbase benutzt, weil wenn ich eine Palette habe, dann muss das einfach schnell funktionieren. Dann möchte ich nicht morgens noch mit Glitterbase arbeiten und so. Das ist kein loses Pigment, das ist schon reingepresst. Also muss es in irgendeiner Basis sein. Das finde ich schon wichtig, dass man das auch gesagt hat. Man sieht schon natürlich ein paar Glitzerpartikel, aber es ist jetzt nicht wunderbar. Und ich vermute auch, dass sie nicht unbedingt den ganzen Tag halten. Habe ich noch nicht getestet. Also darüber kann ich nichts Großartiges sagen. Ich kann sie euch sagen, wie sie in ein paar Stunden sind. Sie sind auf jeden Fall noch da und sie sehen auch gut aus. Man sieht jedes Tönchen einzeln sehr, sehr gut. Aber ich habe sie nicht wegen den Glitzer geholt. Ich habe sie eigentlich ausschließlich geholt, weil es eine neutrale Palette, fokussiere doch mal, wenn ich das will, neutrale Palette ist mit
Eyecatcher. Deswegen habe ich sie geholt. Und wirklich, man kann gut aufbauen. Mir gefällt besonders Barb. Dann Cupcake, Leo, Dragon ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ich mag dieses mit orangenen Unterton nicht so, wobei die zwei gut harmonieren würden wahrscheinlich. Und auch so an sich, diese ganzen matten Töne sind mega gut. Man kann richtig, richtig ausblenden bis ins Nichts. Wisst ihr, was ich meine? Man kann einfach in die Haut blenden, ohne dass man einen Übergang hat. Das Rarest oder Rarested, keine Ahnung. Der hellste Ton hat Glitzerpartikel drinne, die man irgendwann nicht mehr sieht. Irgendwann sind die einfach nicht da. Es ist so Mikroglitzer. Wenn man aber pustet oder wenn man es ausblendet, fast nicht mehr, also man sieht fast nichts mehr. Also ich sehe unter meinen Augenbrauen überhaupt nichts, obwohl ich damit angefangen habe. Also auch ein gutes Ding. Auch in meinem Gesicht ist nichts. Also es ist paar schon auch Glitzer runtergefallen, aber nicht so, dass man es nicht mehr abkriegt, diese groben. Der Barb ist aber so, dass man den, der ist der schönste. Ja, es ist einfach. Das ist der erste, den ich so im ersten Drittel trage. Der ist fantastisch, den liebe ich, weil es einfach ein Duochrom ist. Er geht von rosa in so ein Grün-Gold, keine Ahnung, kann ich euch nicht beschreiben. Es sieht einfach fantastisch aus und den kann man wirklich auf jeden Lidschatten betten. Dann hat man einfach mega geiles. Ja, ein Übergang und sowas kann man richtig gut erschaffen. Wie gesagt, mein Gesicht und meine Augen mussten heute sehr, sehr viel aushalten und trotzdem hat ein Look nach dem anderen gut funktioniert und meine Haut erstaunlicherweise, obwohl ich eine der schlechtesten Foundation heute drauf habe und den schlechtesten Concealer. Voilà. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Keine Ahnung. Hat einfach astrein alles funktioniert heute. Echt verwundert. Sie bricht Alte, zwar aber. hier in so. Gut. Ja, also ich habe sie nicht gekauft wegen dem Glitzer drin. Also darüber braucht ihr euch gar keinen Kopf machen. Das ist ein Mitbringsel, was die Palette mitbringt. Aber ich finde nicht, dass man von dem Glitzer so, auch wenn man swatcht, ne? Sind schon schöne Töne. Den habe ich auch eigentlich drauf, aber von dem sieht man nicht viel. Seht ihr das? Also, ich weiß es nicht, warum mein Fokus nicht funktioniert aktuell. Man sieht natürlich schon was und das Gesamtbild gefällt mir auch wirklich gut. Aber es ist jetzt nicht so was, was ich gesagt habe, ich muss es unbedingt haben, weil man kriegt halt keine fetten Glitzerbalken ohne Base hin. Man muss auftragen, auftragen. Man hat halt, seht ihr das? Es ist auch löchrig. Also wegen dem würde ich es nicht kaufen. Ich würde es nur wegen den matten Tönen holen und wegen den schimmernden und das einfach als Topper sehen. An sich hat mir die gut Anastasia Beverly Hills Qualität. Man kann es super gut wegwischen. Also Glitter Base ist eigentlich schon ja ein Muss, wenn man schon die Lidschatten. Also wenn ich mir kurz mal dran jucke, habe ich gar nichts. Ich habe meinen ganzen Tisch voll diesen Glitzerpartikel, weil es einfach runterfällt. Also einfach mit einem trockenen Tuch gingen sie einfach super leicht ab. Es wird keine 16 Stunden halten, aber das muss es ja gar nicht. Man kann ja Glitter-Based auftragen, wenn man es möchte. Ich wollte es nicht. Ich wollte gucken, wie sie so funktionieren. Wie gesagt, die Matten sind assrein, die Schimmernden sind auch gut. Sie sind ein bisschen bröckelig, ein bisschen, wenn man auch mit einem synthetischen Pinsel arbeitet, sind sie genauso bröckelig. Wenn man einen Echthaarpinsel nimmt, dann bröckeln sie noch mehr. Aber sie bringen halt sofort Produkt aufs Auge. Man muss nicht viel schichten. Das müsste man vielleicht noch ein bisschen wissen. Und ich finde auch ein bisschen, haben sie sich nicht wirklich Mühe beim Einkleben gegeben. Ich hoffe, ihr seht das. Hier ist zum Beispiel ein Loch. Also ich meine, die Palette kostet 60 Euro fast. Ein bisschen Qualität kann man da ja schon erwarten und nicht rucki-zucki hier alles machen. Meine Lider sind auch nicht eingefärbt worden von den Lidschatten. Das habe ich von Jeffree Star zum Beispiel gehabt.
Ihr seht ja, ich habe nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich halte halt nicht so viel von Swatches und ich halte auch nicht so viel von, wenn ich euch das zeige, auf der Hand. Ja, es ist eine Fläche, man kann einfach super gigantisch arbeiten. Mit dem Finger noch, das ist was, was erwartet man? Mir selber persönlich gefallen einfach die Farben unheimlich gut. Das bin ich. Ich benutze sie. Und wenn ihr Interesse an dem Farbspektrum habt, es ist eine Anastasia Beverly Hills Palette wie jede andere auch. Nur halt mit etwas außergewöhnlichen Eyecatchers drin. Ansonsten, wenn ich, sag ich mal, den Ton und den Ton wegnehme, es ist einfach eine langweilige Nude-Palette wie jede andere, aber genau das macht's aus. Ich kann sie tagsüber benutzen, ich kann sie abends benutzen, ich kann damit was Außergewöhnliches machen oder ich kann was ganz Schlichtes, Nudiges, Schnelles machen. Und das müsst ihr halt wissen, ob ihr das wollt. So, ich schließe ab. Ciao, Kakao. Ich hoffe, die Review hat euch gefallen. Bye, bye.